Was uns unsere Talente heute Abend auf der Bühne gezeigt haben, das ist bis jetzt sehr unterschiedlich angekommen, mit Kreuzli und ohne, aber etwas verbindet sie trotzdem, weil sie haben alle noch den ganz grossen Traum, das zu gewinnen. Das grösste Schweizer Talent und damit die verbundenen 100'000 Franken. Und um den Traum zu verwirklichen, gibt es unterschiedliche Methoden. Die einen probieren es endlich mit dem Holzhammer, die anderen gehen etwas feiner ans Werk und die dritten die probieren es sogar mit der Bohrmaschine. Im 2002 dort bin ich so ein kleiner Furz gsi, so von ein paar Leuten auftreten, und jetzt bin ich ein grosser Furz und trete auf einmal da vor 1000 Leuten auf. Ich habe es eigentlich von meinem Vater geerbt, das Tanzen. Er war ein albanischer Volkstänzer früher noch gsi, und ich bin ein Familienmensch. Ich liebe meine Familie über alles. Er hat eine Geschichte erzählt, von Anfang bis am Schluss, mit dieser Bohrmaschine. Musik, Tempo, Synchron, Bewegungen, alles war perfekt. Ich glaube, der ist unbeschwert, der Fatlum. Der ist gekommen und hat gesagt, die Leute haben eine Freude an dem, ich kann das da mal zeigen. Und das ist vielleicht nicht ganz so eine schlechte Ausgangslage. Wenn er sich jetzt nicht irgendwie verkrampft oder nervös ist, so in der Sportlersprache, keinen Druck fühlt und so, dann glaube ich, dass das Publikum ihn gross wird annehmen. Du bist ein ganz feiner, herzlicher Typ. Und ein roher, ungeschliffener Diamant für mich. Ich hoffe, dass die Zeit, die er hatte, bis jetzt zum Halbfinal gelangt hat, um den Diamant zum Glänzen zu bringen. Weil ich glaube, er hat Potenzial, aber ich weiß nicht, ob er den Willen hat. Es braucht halt doch noch einen grossen Schritt vom reinen Talent zum absoluten Crack. Mein Ziel ist, dass DJ Bobo beim nächsten Auftritt sagt, gut, jetzt bist du ein geschliffener Diamant. Ich glaube, die Bohrmaschine hat er heute heimgelassen. Aber er will uns beweisen, dass er die drei Monate genutzt hat, um aus dem Ungeschliffenen einen geschliffenen Diamant zu machen. Ich habe noch nie einen Roboter gesehen mit so viel Gefühl. Und in diese Welt nimmt er uns jetzt mit. Unsere Startnummer 05, der Fatlum Musli. Thank you.
Hasta vista, baby. Wow. Wow. Fatim, erste stehende Ovation in diesem Halbfinale. Deine Familie ist mächtig stolz. Ich glaube, du hast sie mitgenommen, oder? Ja, ja. Sind alle da. Familie, beste Kollegen, alle da. Sind alle die Besten, ja. So, sag mal, wie kommst du immer auf die Idee? Wo holst du die Idee für so eine Nummer zu kreieren, wie die wir jetzt hier gesehen haben? Es ist so, ich probiere einmal ein bisschen selber Ideen. Dann zeige ich es, meistens zeige ich es immer den Geschwistern. Mhm. Und so, dann sage ich, oh, passt, das sieht gut aus, sieht cool aus. Ich sage jetzt, Lumi, hör auf mit dem. Oder, oh, hey, das musst du unbedingt bringen, ja. Und so springe jetzt auch selber Ideen. Hey, mach doch so etwas. Dann geht's gut. Also, Teamwork ist angesagt und dann entsteht so eine Nummer wie da. Also, der geschliffene Diamant. Ist er jetzt einer der nicht, DJ Bobo? Er war ja noch roh gewesen vor 3 Monaten. Was ist gegangen in der Zwischenzeit? Also, Fatlum. Er glänzt schon. Der Diamant glänzt schon ganz leicht, das muss ich schon sagen. Weißt du, so. Wie du das gemacht hast, so nützt es mir 3 Monate. Du hast hundertprozentig gewusst, ich wollte etwas Außergewöhnliches bieten. Und Frau Rigozzi, so kann Comedy eben auch aussehen, weißt du? Die Mischung, Abwechslung, Unterhaltung, Tanz, Comedy, alles miteinander vereint. Der Diamant, der soll noch länger leuchten, wenn es nach mir geht, bis ins Finale. Also. Der Bobo stellt weiche Richtung Final. Und unsere Gold, Christa, die selber glänzt, kann sagen, ob du gleich gut funkelst wie sie selber. Er hat ein grosses Fanclub. Weißt du was, Vater? Normalerweise bin ich emotional berührt von den Sängern und Sängerinnen, die singen, oder? Und Musik macht viel Emotion aus. Du berührst mich einfach, du bist witzig, lustig, sexy. Du machst eine tolle Choreografie, du erzählst eine Geschichte. Du bist der Hammer. Wirklich. Hammer. So, viel Lorbeeren schon nach der Standing Ovation. Du glänzt schon recht gut, vielleicht bis ins Finale, bis du bist der Hammer. Jetzt bin ich gespannt, was der Herr Kirchberger dazu sagt. Ja, du was willst. Ich meine, dass von den Frauen noch Komplimente kommen. Wenn ich eine Frau wäre, wäre der Arsch aufreißen, um ihn zu bekommen. Also, das ist. Der hat alles, er tanzt gut, er ist witzig. Was sagen die Frauen nochmal noch, was wollen am Mann? Also, er hat einfach irgendwie das ganze Paket, stimmt natürlich. Und das ist sowas von erfrischend und das Geile finde ich. Oh, Entschuldigung, schon wieder geil, aber du reissest einem zu diesen Four-Letter-Birds an. Super ist einfach, dass du mit der Aufgabe wachst, oder? Du hast schon super angefangen, einfach mit der Bohrmaschine, jetzt noch eine grösser. Also, du bist. Für mich auch. Also ich bin, also ich sage jetzt mal, wenn das alles da, die ganze Show, ein frischzapftes Bier wäre, dann wärst du der erste Schluck. Das ist anders, kann ich jetzt nicht sagen. Das ist einfach, macht das Herz auf. Grosse Vorstellung, super. Also. Und den Durst auf den Fatlum, den können wir nur löschen, indem das der für ihn anruft. Du kannst noch mal deine Zahl sagen, kannst sie eingeben. 0,5 hat er da eingegeben und jetzt müsst ihr anrufen. 0901 54 49 05 oder das 05 an 377 schicken. Danke vielmals, unser Rotdiamant, der funkelt. Herzliche Gratulation und Applaus. Ciao.